Oh, die haben ja auch noch schicke Sachen dabei. Was ist das? Sanguanischer Plattenpanzer. Schwere Rüstung. Die geht mal zu Palegina. Tag des gnadenlosen Starrens. Das ist was für Palegina ebenso. Und der Rest ist für die Truhe. Ein Zauberwälzer für Alof. Erholungstränke, was ist das? Trag des Spiegelbilds. Auch was für Alof. Der Rest ist für da. Ein Zauberbuch für Alof. Erholungstränke und der Rest so. Die Vergessenen. Ich sollte so böse, dass die Vergessenen ihm keine Probleme mehr bereiten werden. Ja, vorher sollten wir rasten. So, Erholungstränke. Und wie kann ich die nochmal aufteilen? Habe ich die jetzt in mein Dings gelegt? Ja. Also kann ich sie aufteilen. Schneller Doppelklick. Zwei an Edda, zwei an Palegina. So. Oh, und Palegina hat eh schon solche Tränke. Also kann sie den hier, die hier auch noch haben. Was bist du eigentlich? Blaskon. Achso, was zu trinken. Du trägst einen guten Brustharnisch. Überleben. Plus zwei Überleben. Wie siehst du denn da drin aus? Interessant. Oh, sie kann übrigens keinen Helm tragen. Geh da mal weg damit. Was ist eigentlich mit dir? Das will ich mal kurz herausfinden. Spielsprache Englisch. Jupp. Was steht hier? This silver locus is detained and tarnished. A fell portrait of a young noble mysterious inside. His face has been worn away by time. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem Ding anstellen können, aber ich behalte es mal. Game. Deutsch wieder. Sure. So. Dann werden wir jetzt mal im Kupferweg eine Rast einlegen. Und hey, ich glaube, vielleicht sind wir jetzt stark genug, um den Leuchtturm zu clearen. Das könnten wir ausprobieren, bevor wir in die Katakomben gehen. Erst einmal werden wir aber rasten, dann werden wir der Schreiberin ihr Schriftwerk zurückgeben. Dann werden wir sie mal höflich fragen, ob wir diese andere Schrift haben können, um die die Beseelerin gebeten hat vor dem Sanatorium. Do you still have family living in the Deerwood, Edair? No, not these days. Parents left the country years back during the purges. I think about him a lot. It's a shame you and your family suffered, even after the Saints' War ended. You dear Wooden certainly have a knack for holding on to old grudges. Ja, das stimmt allerdings. Hier sind immer noch die Zwölfen beschäftigt. So, gucken wir mal kurz. Ja, eine Sache wollte ich kurz gucken. Lumdallas Haus. Haben wir von dem nicht schon gehört? Ich würde nämlich gerne mal gucken, ob wir jetzt da rein können. Ob ich irgendwas habe, um da reinzukommen. Ich habe ja nämlich mittlerweile ein paar gebrauchte Zweigen. Toller Name für eine Elfin. Wahrscheinlich eine Waldläuferin. Hier ist die Zikare. Tatsächlich, das Haus ist jetzt offen. Ich hoffe, ich tappe jetzt nicht in eine Falle. Oder waren wir in dem Haus schon? Achso, ins Haus konnten wir, ja, stimmt.
Nur die Tür hier konnten wir nicht öffnen. Ja, stimmt, so war das. Und der Schlüssel war hier auch nirgends versteckt. Nein, bis jetzt nicht. Das Krummsäbel ist gar nicht unauffällig, gell? Nein. Vielleicht kommt noch was mit dem. Werden wir ja sehen. Wir sind ja noch mittendrin im Spiel. Also ja, wir haben jetzt schon Stufe 7 teilweise erreicht, aber trotzdem. Wenn wir schon mal da sind, können wir gleich bei der Schreiberdame. Du bist nur ein Gemeiner. Gemeiner. Manche sehen richtig interessant aus, auch wenn manche wieder aussehen wie andere. Schreiber, du siehst, ihr seht interessant aus. Also ja, die Leute, in dessen Seelen wir gucken können, die sehen immer anders aus. Da sieht keiner gleich aus von. So, wenn wir schon mal hier sind, dann... Ja, dafür sehen die Schreiber alle ziemlich gleich aus. Gehen wir erstmal hier rein und geben die Quest ab. Steuern eingetrieben. 107 KP gingen an Banditen verloren und wurden durchschnittliches Abenteuer hinzugefügt. Ja, wenn dauert zwei Runden, wenn Kanna zurück ist, schicken wir Sagani los. Der ist nämlich beschäftigt gerade. Weil das Abenteuer läuft ab, aber wir kriegen ihn vorher zurück. Ja. Du endest in 6 Stunden, das ist okay. Tagebuch aktualisiert. Was hat sich denn aktualisiert? Von Pagram. Ach ja, stimmt. Parabel von Vale. Das ist die gute Frage. Soll ich hier jetzt die Parabel geben? Oder soll ich sie vergraben? Greetings. Ich habe die Schriftrolle gefunden. Ah, lass mich sehen. Grimda reibt die Hände zusammen. Sie klingt zwei Bögen trockenes Pergament. Sie nimmt die Schriftrolle und wendet sie in den Händen. Ja, tatsächlich. Ihre Fangefahr mit der überraschenden Zärtlichkeit über das Papier. Gute Arbeit. Sie überreicht dir ein zusammengefasstes Stück Stoff. Vale ist Hüter und der Entdecker von Geheimnissen zugleich. Möge diese Kapuze dir helfen, Verborgenes zu offenbaren und die Zeit gleich vor denen verbergen, die dir Böses wollen. Du findest einen Schlüssel in deiner Handfläche. Außerdem darfst du das Ältestenarchiv besuchen und alle Bücher und Schriftrollen mitnehmen, die du dort offen vorfindest. Neue Geheimnisse zu verbreiten und zu verteilen ist Teil unseres Dienstes am Verschleierten. Was brauchst du sonst noch? Eine Beseelerin hat mich gebeten, die Lehrkräfte zu beschaffen. Grimdas beeindruckendes Stirnrunzeln wird noch tiefer. Danke, dass du mich informiert hast. Ich werde das Buch vor neugierigen Augen in Sicherheit bringen und dafür sorgen, dass Nadine nie wieder einen Fuß in diesen Tempel setzt. Bis dahin, als Zeichen meines Dankes. Ich habe die jetzt nicht aus Versehen. Oh. Questerfahrung, Kupferstücke. Ja, hat sich vielleicht doch gelohnt. Die ehrliche Masche. Hat mir das Reputation gebracht? Ehrlich? Nö. Schade. Hat mir aber wahrscheinlich andere Sachen
Punkte gebracht. Schmelzige Ritterhaus Dominell. Obwohl Hagrim sicherlich neugierig gewesen wäre, was passiert wäre, hätte er die Schriftrolle vergraben. Heimlichkeit, Wahrnehmung. Und damit sieht Hagrim sicherlich super toll aus. Besser als mit dem komischen. Als mit dem komischen. Sagt's mir. Als mit dem komischen Helm. Was haben wir hier? Zwei Schriftrollen. Nö. Und alles andere hier würden wir klauen. Und klauen wollen wir nicht. Toll. If we don't rest soon, you're going to have to carry me the rest of the way. Ja, das sicherlich würde Palegina gern von uns getragen werden. Nein. Wir könnten Athletik weiter steigern. Wir könnten Überleben steigern. Athletik klingt gut. Inspirierender Triumph, Geschwindigkeit. Inspiriert deine Verbündeten einen Feind. Wenn dabei ihn einen Feind niederstreckt, Verteidigungsbonus. Eifriger Fokus. Ist eine Aura. Befehlt einem Verbündeten, all seine Stärke aufzubringen und bestehende feindliche Effekte vorübergehend zu ignorieren. Sturmangriff der Begeisterung. Ist auch wieder eine Aura. Eingeschworener Feind. Markiert einen Feind als Ziel des Rechtschaffenen, der rechtschaffenden Raserei des Paladins. Schwächung der Unwürdigen. Wiederbeleben der Ermutung. Befehlt einem besinnungslosen Verbündeten sich zurückzuziehen und verleiht ihm den großen, jedoch vorübergehenden Schub auf Ausdauer. Die Hälfte davon ist nach kurzer Zeit aufgebraucht. Ausdauer, Wiederbelebung. Schwächung der Unwürdigen. Ein geschworener Feind klingt gut. Dreimal pro Ruhephase. So, das heißt, dass ich den Ausgang finden muss. Der ist hier drüben. Wer braucht jetzt noch einen Stufenaufstieg? Du. Na gut, ich lasse das jetzt mal so, dass ich der Archivaufseherin Bescheid gesagt habe und dass ich hier die Schriftrolle zurückgebracht habe. Obwohl Hagrim sicherlich neugierig gewesen wäre, was passiert wäre, wenn er die Schriftrolle vergraben hätte. Ich weiß nicht, soll ich noch mal laden? Ich überlege gerade. Also ja, das Archiv beklauen würden wir auf jeden Fall nicht. Also wir würden ja schon sagen, dass wir die Schriftrolle, dass die eine, dass die Beseelerin das Buch möchte. Aber was wegen der Schriftrolle, der, ob wir die hätten vergraben sollen, ist die gute Frage. Fuchs und Gans, da wollten wir hin. Sicherer Hafen. Ja, hier die Parabel von Whale. Ich habe die Schriftrolle wieder zurückgebracht, genau. Ja, genau, ich sollte die Schriftrolle wieder verstecken. Nee, Hagrim ist da nicht so drauf. Paladin, also Brenno hier wäre da, hätte das wahrscheinlich eher gemacht. Dem Willen des Gottes gefolgt. Gemeine. So, jetzt wollen wir mal eine Runde schlafen. Dann suchen wir uns einen Händler und verkaufen mal wieder Schmarrn. Aber gut zu wissen, dass wir jetzt mehr Steuern einnehmen, als wir an Räuber verlieren.